So, ich grüße euch ganz herzlich zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed und wir setzen die Kampagne fort, wahrscheinlich in einer Zwischensequenz, wie ich vermute. Ja, Zwischensequenz. Ich bin mal dann auch so ruhig. Wer war sie? Prinzessin Leia Organa. Ihr Vater ist Bail Organa, mein Kontaktmann im Senat. Ich will mit ihm reden. Das geht nicht. Ich habe seine Tochter auf einem Planeten voller Sturmtruppen gerettet. Es geht nicht, weil ich ihn nicht finden kann. Er ist verschwunden, Junge. Was? Wann? Bail wollte, dass ich ihm helfe, Leia zu retten. Ich weigerte mich und er suchte einen anderen Jedi. Meisterin Shakti. Ich sagte, das sei zu gefährlich, aber der Narr ist gegangen. Allein. Und verschwand, sobald er landete, auf Velusha. Macht ist stark in dir, mein Junge, wenn du meine Gedanken spüren kannst. Ihr seid leicht zu durchschauen, alter Mann. Dann sollte die nächste Mission klar sein. Wir gehen nach Velusha und retten Senator Organa. Esst auf, Senator. Lecker, lecker. Warum haltet ihr mich hier fest, Maris? Ich denke, eure Meisterin wäre entsetzt. Ich brauche euch zum Verhandeln, falls Vader kommt. Jetzt seid still und esst. Und solltet ihr an Flucht denken, vergesst mich. Mein neues Haustier ist sehr hungrig. Ja, ihre Meisterin wurde getötet und deswegen ist sie jetzt so ein bisschen böse geworden. Wir haben ja die liebe Shakti irgendwann mal umgenietet. Vor längerer Zeit. Ist schon ein bisschen her. So, hier ist schon wieder Stimmung hier auf. Die Sturmtruppen greifen hier an, greifen Velusha an. Keine Ahnung, was die hier schon wieder zu suchen haben. Wahrscheinlich wollen sie einfach mal wieder einen Planeten unterjochen, wie immer. Jetzt gehst du weg, du blöder Krieger. Jawohl. So, weg auch mit dir. Sind hier gerade gelandet anscheinend mit ihrem Shuttle. Hab vorher noch nichts gesehen, so ein Shuttle, glaube ich. Müssen sie auch neu gebaut haben erst. Normalerweise haben sie ja immer diese anderen Shuttle, die in den Filmen auch immer sind. Die kenne ich eher. Aber anscheinend gibt es auch diese Shuttle. So, es ist jetzt mittlerweile Nacht geworden auf Velusha. Also wir spielen nicht mehr am Tag wie noch bei unserem ersten Besuch. Das macht die Viecher hier aber auch nicht sympathischer oder weniger gefährlich. Ja, da hast du wohl daneben geschlagen. So, du schlägst nirgendwo mehr hin, außer auf dem Boden. Da schlägst du nämlich auf. Da oben kommen noch so ein paar angekrabbelt, noch so ein paar Kriegerleine. Du krabbelst gleich mal wieder zurück. Mal schauen, ob ich... Gibt es da oben noch einen Holocron oder so? Ne, es ist nur so eine komische Lampe, die da so rumleuchtet irgendwie. Oh, jetzt haben wir aber genug von denen gekillt. Jetzt können wir auch mal weitergehen. Da oben ist noch eine Holocron. Hm, ist die Frage, wie wir darauf kommen. Vielleicht müssen wir uns hier draufstellen auf das Ding. Hm, bleibt da drauf stehen. Nein, nein, au. Hm, da wollte ich eigentlich nicht rein. Probier's nochmal, mich darauf das Ding draufzustellen. Ich stand ja mal kurz drauf vorhin. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das nicht unbedingt gewollt ist, dass man sich da drauf stellt. Ah ja, da haben wir ein paar explosive Fässer, die werden wir gleich mal anwenden. Auf die imperiale Aufräumtruppe. Jawohl, gerade noch getroffen. Hatte schon befürchtet, ich würde nicht treffen, aber... Ja, da war wohl nix. Da sind aber noch ein paar andere, da muss ich aufpassen, dass die mich nicht blitzen. Jetzt blitze ich erstmal die imperiale Aufräumtruppe, da hätten wir das schon mal erledigt. Gucken wir mal, ob noch irgendwas auf sie werfen können oder so. Hier ist diese komischen Blasen am Boden. Wenn sie da reinläuft, dann dürfte das sich auch ungesund auf sie auswirken. Auf die Aufräumtruppe. Na komm her. Na komm, voll da reinlatschen. Ja komm her. Ein paar Meter sind's. Na, du sollst doch da reinlaufen. Mann. Dann lauf halt nicht. Na, dann lauf halt nicht da rein. Wenn man nicht alles selber macht, wenn man nicht alles selber macht. Aua. Okay, das war... Das war wenig klug.
Ja, wenn ich mich jetzt bewege und irgendwo reinfalle, dann bin ich tot. Deswegen gehe ich mal hier schnell wieder raus aus diesem Zeug da. Sag mal, was überleben die denn alles? Das ist ja schlimm. Die habe ich voll irgendwo dagegen geschleudert. Ich weiß nicht, was aus was für ein Fleisch die gebaut sind, diese komischen Sturmtruppen. Aber das ist ja nicht mehr schön, was die aushalten. Das ist irgendwie... Weiß nicht, was die für Implantate haben oder so, dass die so krass viel aushalten. Naja, naja. Wahrscheinlich sind sie gedopt. So, hier sieht es doch nach Holocron aus. Ja, hier saß so eine ein bisschen abgelegener Weg hier, der aber doch noch so halb offensichtlich ist. Sowas riecht immer nach Holocron. Jetzt weiß ich aber immer nicht, wie ich das Ding da vorne kriegt, das Holocron. Das will ich eigentlich auch ganz gerne haben. Ich schau mal, ob ich mir das Ding so hinlegen kann, dass ich drauf springen kann. Ah, okay, ihr macht da oben Ärger. Du bist so ein Raketenwerfer oder sowas. Ah, wo wirst denn du schon wieder hin? Ja, immerhin einen ausgeschaltet. War zwar nicht der, den ich ausschalten wollte, aber... Lieber einer als keiner. So. Na. Jawohl. Ich glaube, den haben wir, oder? Nee, da haben wir, glaube ich, keinen Bonus bekommen. Der lebt nämlich noch, ja. Aber so als einzelne Klontruppe ist er natürlich nicht so gefährlich. War ja nur gefährlich, weil er dieses Raketending hatte. So, ich versuche mir das jetzt mal hier so zu platzieren, dass ich da hochkomme. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ich zweifle ja dran, aber... Ne, hat wohl nicht geklappt. Muss hier nur mal ganz kurz schaffen, drauf zu landen. Ah, da hat ja nichts gefehlt. Ich glaube, es ist irgendwie gedacht, dass man sich da irgendwie so halb hochglitscht, um das Ding zu bekommen. Ja, auf dem großen Pilz müsste ich irgendwie landen. Dann wäre das irgendwie alles etwas leichter. Kann ich hier drauf landen? Ne, darauf kann ich auch nicht landen. Kann ich hier noch irgendwas rausreißen oder so? Ne. So, letzter Versuch jetzt. Letzter Versuch. Ne, das wird so nix. Da muss ich irgendwas anderes machen, worauf ich jetzt gerade nicht komme. Naja. Tut mir leid. Alle Holocrons kriege ich sowieso noch. Ich soll ja auch hier kein 100% Run sein. Ich will es einfach nur durchspielen, weil es mir Spaß macht, weil ich das Spiel gerne spiele. Und nicht, weil ich jetzt hier euch beweisen will, wie man hier 100% im Spiel schafft. Ah ja, so kriegt man sie anscheinend. Sag mal, der lebt immer. Ja, jetzt ist er tot. Sag mal, was die aushalten, das ist ja... Aber diese Dinger hier sind ziemlich praktisch. Hier kann man schön in Deckung gehen. Die sind eigentlich eher zu meinem Vorteil. Ja, da könnte er lange dagegen ballern. Mitten im Schlag habe ich ihn noch abgefangen. So, jetzt mal ganz schnell weg. Hinter ein, so ein Ding wieder in Deckung gehen. Die halbe Lebensenergie habe ich ihn abgezogen mit meiner vollen Machtleiste. Ja, du wartest einfach mal, dass meine Macht wieder auflädt. Das freut mich. Da kommt gleich noch ein zweiter hinterher. So, jetzt sollte ich ihn aber gleich haben. Hoffe ich jedenfalls, dass es ausreicht. Na, reicht nicht ganz. Ja, jetzt habe ich ihn aber. So. Wieder einer weniger. Da vorne ist jetzt noch eine Aufräumtruppe. Da wird wohl meine Macht nicht ganz so reichen für den. Aber immerhin die Hälfte der Lebensenergie werde ich ihm abziehen können. Das sollen wir gleich mal ausnutzen und dann verstecken wir uns gleich mal wieder in den Ding. Ich vermute mal, läuft mir hinterher. Nein. So schlau ist die KI anscheinend nicht, dass sie mich als Gegner erkennt. Muss ja auch nicht sein. Ich bin ja auch überhaupt kein Gegner. Überhaupt nicht gefährlich. Ich kann dich auch gar nicht umbringen. So. Ja, ich weiß, dass du mich lieb hast. Lass mich mal lieber durch. So, da müssen wir anscheinend auch wieder rumhüpfen auf diesen Dingern. Ich versuche mal gleich das Holocron da oben zu bekommen. Das hier sieht mir so nach Treppe aus. Irgendwas schießt schon wieder auf mich. Kann ich hier drauf? Oh ja, da kann ich auch drauf. Wobei ich glaube nicht, gerade nicht glaube, dass das so gedacht ist, dass ich da oben drauf kann. Egal. So, Unverwundbarkeit. Ja, das ist doch mal was Feines. Da kümmern wir uns erstmal um die Gegner. Weil wenn wir unverwundbar sind, dann können die uns ja sowieso nichts. So, komm, geh mal weg hier. Alle weg. Alle sterben. So, oh, meine Unverwundbarkeit lässt nach. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber wir haben ja eigentlich eh alle Gegner erledigt. Außer den einen da oben und den kümmere ich mich auch gleich. Ne, du verbrennst mich nicht. Denk nicht mal dran. Nein, ich will nicht das Ding holen. Ich will den hochheben. Nein, ich will das Ding nicht wegwerfen. Den da will ich haben. Na gut. Wenn das Spiel nicht will, dann muss ich es halt manuell machen.
Was backst du da oben rum? Nein, ich war doch schon oben. Komm, ich muss versuchen, wieder auf dieser Pflanze drauf zu landen, wie gerade eben. Diese explosiven Pflanzen wachsen anscheinend nach. Ist gut, dann kann ich die nämlich da oben... Nein. Ich wollte die nämlich gerade da oben reinwerfen, aber das hat nicht so... Habe ich den erwischt? Nee, der lebt leider noch. Leider nein. Jetzt aber. Und den zweiten jetzt auch noch schön da reinkommen. Ah. Vollende Lebensenergie hat der, glaube ich, aber auch nicht mehr. Und jetzt hat er gar keine mehr. Ja, ich glaube, da muss ich außen rum hüpfen. Irgendwie hier so hoch. Ah, ich hasse diese Hüpfpassagen in dem Spiel. Die sind einfach nur schlecht gemacht, muss man leider sagen. Das Schlimmste an dem Spiel ist sind die Hüpfpassagen. Ich will da hoch. Lass mich da hoch. Dann lass mich halt nicht da hoch. Och gut. So, wie komme ich jetzt da hoch? Kann ich auf die Pflanze da springen? Nee. Vielleicht muss ich da erst weiter und dann außenrum nochmal zurückgehen, um dieses Holocron zu erwischen. Ich werde es mal versuchen. Oh. Oh. Na gut, ein AT-ST. Mit sowas sind wir ja bisher noch immer fertig geworden. Das war wohl unser Weg, wo wir weiter wollten. Bisschen blöd, müssen wir uns einen neuen Weg suchen. Erstmal wirst du bestraft dafür, dass du uns unseren Weg... dass du uns nicht weitergelassen hast, dass du uns den Weg abgeschnitten hast, beziehungsweise unseren Weg zerstört hast, wo wir eigentlich hin wollten sollen. Jetzt werfen wir mal ein paar explosive Sachen in ihn rein. Schauen wir mal, wie viel die ihm abziehen. Ja, die mag er anscheinend nicht. Na, trifft doch mal. So. Von der Seite noch einen reinhauen, dann noch... Ah ja, mir selber einen reinhauen. So hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Aber ich habe hier eine ganz gute Deckungsmöglichkeit, wenn ich noch treffen würde. Ah, der wartet einfach mal. So, schauen wir mal. Ah, den müssen wir ja gleich finishen können. Schau mal, hauen wir ihn nochmal so ein bisschen rein. Jetzt hat. Nein. Ich habe es natürlich gleich wieder verkackt. Bisschen zu wild gedrückt. Der kriegt anscheinend wieder Lebensenergie, wenn ich es verkacke. Das wollen wir eigentlich nicht. Deswegen versuchen wir es diesmal nicht zu verkacken. Und ihm schön eins reinzuwürgen. Schön einmal in der Mitte durch. Jawohl. Die beiden Sturmtruppen leben auch nicht mehr. Oder Klontrooper, ich weiß es nicht. Klontrooper sind ja die, also... Die Klontruppen sind ja die aus den ersten Teilen, die geklont wurden. Später das Imperium ja auch wie hier angeworben, Krieger. Das waren dann die Sturmtruppen, wurde mir erzählt in den Kommentaren. Das habe ich selber noch nicht gewusst, aber fand ich sehr interessant. So, jetzt komme ich immerhin schon mal an das Holocron ran. Und wenn ich da zurücklaufe, dann müsste ich auch an das andere rankommen, wo ich vorher nicht rankam. Ja, da vorne leuchtet es doch sehr verlockend. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ah, okay, da vorne leuchtet es, dann vermute ich mal, dass wir da vorne auch irgendwo hin müssen. Können wir diese Felswand bändigen? Ach nee, da können wir noch da durchlaufen. Passen wir da durch? Nee, da passen wir leider nicht ganz durch. Schauen wir mal, ob wir uns durchmachten können mit dem Machtschub. Ja, der Machtschub ist natürlich mächtig und verschafft uns einen Weg hindurch. Ja, das sieht hier irgendwie auch widerlich aus. Sieht so ein bisschen aus wie Spinnenweben oder sowas. Von einer gigantischen Spinne. Ist mal wieder die gute Kankras auf der Lauer hier. Nein, natürlich nicht. Die Kankras gibt es nur in Herr der Ringe. Kankra heißt sie, Kankra. Das Level in Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, heißt Kankras Lauer. In der man die gute Kankras besiegen muss. Und ich laber schon wieder viel zu viel und greife viel zu wenig an. Ich muss aufpassen, dass die mich nicht schocken. So, ich vermute mal, der läuft mir hinterher, der AT-ST. Ich hoffe es jedenfalls. Yep. Der All-Terrain Scout Transporter. Transporter. Deine Mission ist vorbei. Ich warte mal wieder, bis meine Macht auflädt. Ich sollte es mal die Fähigkeit verbessern, dass meine Macht schneller regeneriert. Weil die ganze Zeit, ich bin die ganze Zeit nur am Warten darauf, dass meine Macht irgendwann mal regeneriert. So. Hier haben wir nochmal die volle Ladung rein und dann können wir auch schon finishen. So. Ja, rein damit. Rein da. Also ich glaube, drei muss man immer machen. Dann haben wir ihn auch. Okay, er macht wieder genau denselben Finisher wie beim letzten. Das ist ein bisschen langweilig. Da hättest du ja schon noch ein bisschen kreativer sein können, lieber Starkiller. Ah, blöde Pflanzen. Ja, wenigstens halten sie nichts aus. Die Verdur-Spucker. Irgendwo ist noch einer. Da ist noch einer. Sag mal, der hat aber nicht mehr viel Lebensenergie gehabt. Kann ich im Laserschwert schon reinwerfen? Ne, die Fähigkeit habe ich anscheinend nicht verbessert.
Ja, ich habe überhaupt keine Macht mehr. Naja. Dann schleudern wir ihn einfach weg. So, da vorne sieht es irgendwie gigantisch aus. Da hat das Imperium irgendwas errichtet. Ich glaube, hier oben können wir auch hoch, oder? Hier, glaube ich, sieht es so aus, als könnten wir noch was Tolles machen. Gerade eben hat das Spiel noch gespeichert. Ja, hier geht es nämlich in den Salak rein. Das Imperium hat aus irgendwelchen Gründen... Ich habe keine Ahnung, warum. Hat das Imperium irgendwie den Salak da infiltriert. Ich weiß nicht, vielleicht wollten sie Shakti da wieder rausholen oder so. Ich habe echt keine Ahnung, was die da gemacht haben. Auf jeden Fall... Haben sie den Salak irgendwie... Ja, haben sie was in den Salak reingebaut. Da unten seht ihr auch noch die Arme vom Salak. Da, wo wir die Shakti reingeschmissen haben, beziehungsweise wo sie sich selber reinfallen lassen hat. Und in diesen Salak müssen wir dann wieder rein, aber zuvor müssen wir noch ein paar Sachen kaputt machen, dass wir da rein können. Aber ich würde sagen, das verschieben wir mal auf den nächsten Part. Ja, doch, das verschieben wir auf den nächsten Part. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, möge die Macht mit euch sein. Zumindest am Ende wird es das heißen. Und deswegen sage ich jetzt auch, möge die Macht mit euch sein und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Bis dann, Servus.